Schließlich aber im Jahre 43 tauchten Gerüchte auf, dass Juden umgebracht würden. Ich hatte keine Zuständigkeiten auf diesem Gebiete, keine andere, als die, dass ich gelegentlich Beschwerden bekam. Und aufgrund dieser Beschwerden bin ich den Gerüchten nachgegangen. Diese Gerüchte haben sich aber für mich jedenfalls nur als Gerüchte erwiesen. Jeder sagte, er hat es vom anderen gehört. Keiner wollte irgendetwas ausdrücklich versichern. Ich bin sogar der Ansicht, dass es meist beruhte auf dem Abhören ausländischer Sender und dass die Leute dann nicht sagen wollten, wo sie es her hatten. Das veranlasste mich erneut, in dieser Angelegenheit einen Vorstoß zu unternehmen. Ich habe erstens, da ich ja auf dem himmlischen Gebiete meinerseits keine Untersuchung anstellen konnte, mich nochmals an Himmler gewandt. Himmler hat jegliche Tötung abgeleugnet, hat mir gesagt, die Juden berief sie auf den Befehl des Führers, ich habe die Juden zu evakuieren. Und bei solchen Evakuierungen, da gibt es natürlich alte, kranke Leute, da kommen Todesfälle vor, da kommen Unglücksfälle vor, da kommen Fliegerangriffe vor. Ja, er sagte auch weiter noch, da gibt es Revolten, die ich natürlich stark und blutig niederdrücken muss, um Abschreckendes zu machen. Im Übrigen werden die Leute im Osten untergebracht in Lagern. Und da holte er eine Menge Bilder und Album, zeigte mir, wie in diesen Lagern von den Juden gearbeitet wird für den Kriegsbedarf. Schuhwerkstätten, Schneiderwerkstätten und Ähnliches. Ich habe aber gleichwohl noch einmal diese Angelegenheit zum Vortrag gebracht beim Führer. Und da hat der Führer mir fast genau dieselbe Antwort gegeben, wie sie mir Himmler gegeben hat. Er sagt, ich werde später bestimmen, wohin die Juden kommen. Vorläufig sind sie da untergebracht.